Wir sind da in der Grazer Kreuzkirche, direkt daneben der Volksgarten, auf einen Café mit Matthias Liebenwein. Wir spielen am Anfang gemeinsam ein Spiel, das heißt A oder B, also entweder A oder B. Und einmal darfst du skippen, also eins darfst du überspringen. Turnschuhe oder Hausschlapfen? A. Turnschuhe. Turnschuhe. Tablet oder Laptop? Tablet. Sommer oder Winter? Sommer und Winter. Gut, das war einmal das Übersprungene, weil entweder A oder B. Zug oder Auto? Auto. Netflix oder Buch? Netflix. Sehr ehrlich, ja. Ja oder nein? Ja. Kaffee oder Tee? Kaffee. Ausschlafen oder aufstehen? Aufstehen. Bar oder Tanzfläche? Bar. Kopf oder Herz? Herz. Gott oder Zufall? Gott. Das bringt uns zur ersten Frage. Wie sieht es eigentlich mit deinem Glauben aus? Wie mein Glaube aussieht, das weiß ich nicht so genau. Aber ich habe eine Idee davon, wie er sich anfühlt. Und das ist einmal grundsätzlich sehr gut. Und grundsätzlich geprägt von einem tiefen Empfinden, einer tiefen Überzeugung, dass es da noch mehr gibt und etwas Größeres und Großes Zusammenhängendes. Und in meinem Fall, in meinem ganz konkreten Fall, geprägt von dieser Überzeugung aus einer evangelisch-christlichen Überzeugung heraus. Und sehr geprägt auch von einer zutiefst beeindruckenden evangelischen, holländischen Frau, nämlich meiner lieben Oma. Fällt dir das Glauben manchmal schwer? Und wenn ja, wann? Ich bin ja unter anderem Fachbereichsleiter vom Fachbereich Kind, Jugend und Familie. Da begleiten wir Kinder, Familien und wir begleiten oft sehr junge Kinder. Und manchmal junge Kinder, die trotz der wenigen Lebensjahre, die sie hinter sich haben, schon eigentlich unbeschreibbar und unausdrückbar Gravierendes mitmachen mussten. Und ich gebe zu, da kommt es zu Momenten, die mich ins Hadern bringen mit meinem Glauben. Wobei es klar ist, es ist eigentlich viel zu einfach, das zu denken. Weil die richtige Frage ja eigentlich ist, wie ist es möglich, dass ich oder wir Menschen es zulassen, dass sowas sein kann. Mhm. Und die richtige Frage ist, was kann ich oder was können wir tun, um dafür zu sorgen, dass sowas nicht mehr passieren kann. Aber das sind Momente, die es mir manchmal nicht einfach machen mit meinem Glauben. Gibt es auch Momente, wo es dann das Gegenteil sozusagen der Fall ist, wo man es ganz besonders stark spürt, dass es eben Gottes Führung gibt? Ja, glücklicherweise sogar sehr intensiv. Es gibt nicht diesen einen großen Moment, wo das zum Tragen kommt oder spürbar wird. Es ist für mich viel mehr diese zahlreichen, diese vielen, diese wahrscheinlich tausenden kleine Momente, die im Alltag jeder unserer Einrichtungen stattfinden. Es sind diese wahrscheinlich tausenden Begegnungen, in denen einfach diese tiefe Wertschätzung und getragen von einer unglaublichen Würde jedes Lebens, genau dieser Glaube für mich in der Diakonie zum Ausdruck kommt. Und letztlich aus dem heraus ist es das Tun, dieses tägliche Tun von so vielen mittlerweile und auch an dieser Stelle ist es einfach so, der besten und großartigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch der großartigsten Kolleginnen und Kollegen, die man sich vorstellen kann in der Diakonie. Mhm. Danke für die Einblicke in dein Glaubensleben. Sehr gerne.